Hallo miteinander zum Regionalwetter für Vorarlberg und Liechtenstein vom Wetter in Vorarlberg heute am Donnerstag, am 17. Dezember 2015. Ja, letzte Nacht hat es oberhalb von nur 2000 Meter ein bisschen geschneit, unterhalb davon hat es ein bisschen geregnet, aber allzu grosse Niederschlagsmengen sind dann doch nicht mehr zusammengekommen. Heute Morgen hat es dann ziemlich rasch aufgelockert und darum ist es dann doch noch ein sehr sonniger Tag geworden und dank der milden Westströmung. Und ein sehr milder Tag. Wir haben im Tal teilweise Temperaturen von 13 bis 14 Grad im Raum Dornbirn gehabt. Auch in der Höhe war es mild gewesen. Wir haben dort auf 2000 Meter circa Temperaturen von um die 5 Grad Celsius gemessen. Es bleibt auch die nächsten Tage hochdruckbeständig und darum auch auf der freundlichen Seite das Wetter. Dadurch bleibt es dann auch wieder mild, dank der Westströmung, in der wir uns jetzt befinden. Aber auch der Nebel spielt dann wieder ein bisschen ein Wörtchen mit, halt, wie es sich für den Winter auch gehört. Morgen am Freitag starten wir im Rheintal und im Unterland, vielleicht auch im Walgau, noch mit teils dichtem Nebel oder Hochnebel. In den Bergen da ist es dann ebenfalls bewölkt, aber der Nebel spielt dort natürlich keine Rolle. Der Nebel löst sich dann in den Vormittagsstunden auf und es kann dann teilweise aus dichter Bewölkung auch ein bisschen regnen. Oberhalb von rund 1900 Meter kann es ein bisschen schneien. Niederschlagsmengen sind aber extrem gering, also es gibt kaum mehr als einen Zentimeter oder zwei Neuschnee in den Bergen. Am Samstag starten wir mit Nebel im Tag. Es gibt teilweise hartnäckiger Nebel oder Hochnebel, vor allem mit dem Unterland und dem Bodensee. Der löst sich dann vielleicht auch gerne nicht auf tagsüber. Also es könnte im Dauernebel auch richtig kalt bleiben, so wie bei 3 bis 4 Grad. Außerhalb vom Nebel erwarten wir aber wieder ziemlich sonniges Wetter, nur ein paar einzelne Wolken. Es wird zudem auch föhnig, vor allem in der Höhe kommt ein föhniger Südwind auf, aber auch in den typischen Föhnregionen wie im Oberen Rheintal, also in der Region Balzers oder dann im Vorarlberg auch im Walgau oder im Feldkirch, dass dort der Föhneinfluss ein bisschen durchkommt und dadurch wird es noch extrem mild. Wir erwarten Temperaturen von schon fast wieder an die 15 Grad, also 12, 13, 14 Grad sind durchaus denkbar mit dem Föhneinfluss. Und auch in der Höhe mit 6 Grad ist es auf 2000 Meter sehr mild. Am Sonntag ist es ebenfalls sehr sonnig und teilweise auch wieder ein bisschen föhnig. Nicht mehr ganz so fest wie am Samstag, aber doch noch ein schöner Föhndruck vorhanden, vor allem im Gebirge und in den Föhnregionen. Im Unterland am Bodensee ist wieder ein bisschen Nebel möglich. Am Sonntag kann er sich dann aber doch wahrscheinlich recht gut auflösen, dass es dann auch dort recht ein sonniger Tag wird und dadurch auch wieder mild. Am Montag starten wir dann mit viel Wolken im Tag. Es kann morgen teilweise sogar wieder ein bisschen nass sein, in einer Schneefallgrenze von 1900 Meter. Aber auch am Montag werden kaum nennenswerte Niederschlagsmengen zusammengekommen. Es bleibt also weiterhin relativ trocken. Am Nachmittag sind dann noch schöne Auflockerungen möglich. Also die Sonne kann dann doch noch teilweise gut durch die Wolkendecke kommen und scheinen. Am Dienstag sind wir wieder im Muster vom Wochenende. Wir erwarten schönes Wetter und im Unterland vor allem ein bisschen Nebel. Er könnte teilweise recht hartnäckig sein. Also rund um den Bodensee um wird es wahrscheinlich dauernebelig bleiben, aber so ab Lustenau aufwärts, das Rheintal darauf, wird es dann wahrscheinlich auch recht sonnig werden, mit nur wenig Wolken. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die Weihnachten. Ja, man muss jetzt leider so bestätigen, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Rheintal unten Schnee gibt, ist gleich null. Also es gibt kaum noch Hoffnung, dass wir weiße Weihnachten haben, wo selbst auf 1000 Meter zum Beispiel. Wenn es dort dann nicht schon ein bisschen Schnee rumliegen hat, zum Beispiel Lech, 1500 Meter in der Kessellage, wo schon ein bisschen Schnee liegt, könnte es sein, dass er noch ein bisschen übrig bleibt bis Weihnachten. Ansonsten kommt aber nichts mehr dazu in Sachen Neuschnee und selbst im Gebirge wird es meistens dann nur dort weiß sein, wo die Sonne nicht gut dazu kommt oder wo künstlich beschneit worden ist. Ansonsten wird es dann eher aper sein, also eher grüne Weihnachten, selbst im Gebirge. Und auch wenn wir über die Weihnachten rausschauen oder den Rest vom Jahr, die letzte Woche vom Jahr, wird wahrscheinlich ziemlich sicher noch mild verlaufen, also in dem Muster, wie wir es jetzt momentan haben. Schnee ist leider weiterhin kaum in Sicht, also für das Skigebiet sieht es momentan gerne gut aus. Am Sonntag kommt dann das nächste Regionalwettervideo. Ich darf mich freuen, wenn ihr dann wieder zuschauen dürft. Bis dann.